Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir wieder bei Goodie Games News und Monster, der Let's Play Until Dawn. Das bedeutet Licht aus, Kopfhörer auf und den Bass aufgedreht und was auch immer oder die Lautsprecher aufgedreht und gruseln. Wir befinden uns in den Minen, müssen jetzt zurück zu den anderen. Während Sam probiert, da oben rauszuklettern, müssen wir dahin zurück, wo das Wendigo-Vieh im Wasser war. Das hört sich also jetzt nicht so prickelnd für mich an, wenn ich ganz ehrlich bin. Tja, Josh. Irgendwie ist das alles ziemlich aus dem Ruder gelaufen, sag ich mal. Oh, das ist jetzt hier nicht gut. Das ist jetzt hier nicht gut. Da war ein Vieh im Wasser. Oh, Kacke. Okay. 1:05. Die erste leichte Gänsehaut ist da. Aber nur leicht. Geht noch. Weil ich einfach weiß, da ist ein Vieh. Das macht mich ein wenig nervös. Kann ich eigentlich nach hier gehen? Ach, da habe ich auch die wichtige Entdeckung vielleicht nicht gemacht im Wasser. Das ist nicht gut. Du bist nicht real! Doch. Bist du nicht! Hä? Das Wendigo-Vieh war seine kleine Schwester. Oh. Tja, Josh, brauchen wir uns nicht mehr drüber Gedanken zu machen. Ach, Matt lebt ja auch noch. Mensch, bei dem waren wir ja schon lange nicht mehr, ne? Der nächste nicht opfern kann, irgendwie sterben sie mir gerade alle, ne? Aber ich will jetzt noch mal ganz kurz gucken hier bei Schmetterlingseffekt. Da hat man wieder ein paar Rettungsaktionen. Mike ist gestolpert, als er Jessica gefolgt ist. Mike kam zu stehen, Jessica war tot. Ja. Na komm, ich streichel doch. Ah, okay. Matt war allein in der Mine. Achso, mehr kommt da nicht, okay. Matt war allein in der Mine und da unten. Rette dich selbst. Matt hat sich in Sicherheit gebracht. Matt lebte noch. Okay. Und da unten bei der wichtigen Entdeckung. Josh erkannte Hannah zu spät und wurde getötet. Aha, hätte ich die irgendwie eher erkennen können, oder wie? Hm. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Hätte ich da irgendwie vielleicht mich bewegen können oder so und hätte dann das Tattoo eher gesehen und hätte Hannah gesagt und sie hätte mich leben lassen oder sowas? Nee, 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 hört mal da. Will das Spiel auf alle Fälle, dass ich lang gehe? Was ist hier? Ja, seht ihr? Und wieder. Wie es wohl zu dem Einsturz kam. Ah, okay. Wie es wohl zu dem Einsturz kam. Ja, gute Frage. Das war doch Emily gewesen, ne? Die wir mittlerweile auch erschossen haben. Ja, bei mir überleben hier echt nicht viele. Eine Stunde war es noch bis zum Morgen. Sam ist noch da, Matt ist noch da, Mike ist noch da. Ich glaube, das war's, ne? Von den Mädels lebt nur noch Sam, ne? Josh hat auch gerade das Zeug nicht gesegnet. Gibt hier nichts zu entdecken? Ist doch so viel Zeug. Nee. Na gut, okay.
war das? Wo lang? Verstecken, scheiße. Shit. Okay. Weil wenn man sich nicht bewegt und so, deswegen habe ich das gerade überlegt. Genau, nicht bewegen. Na, war kurz. Okay. Shit. Durchbrechen. Ich glaube, das war gut, wa? Auch immer so eine reine Glücksgeschichte eigentlich, ne? Also, wenn wir bei Sam da, hier Mrs. Klettermaxe. Also, wenn man wohl so einen kleinen Strampo her hat, ne? Vom Klettern. Klettern, immer klettern. Springen ist immer doof. Ach, ich hab doch... Na gut, okay. Ja, habe ich wohl die andere Taste mitgedrückt. Nochmal klettern. Drumherum klettern. Ah, Mist! Immer noch nicht so hoch gewesen. Okay, nochmal klettern. Goodie, 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 goodie. Egal, wir bleiben beim Klettern. Ich meine, irgendwann mache ich es noch richtig. Wieder falsch. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, ich bin Kackbund, sorry dafür. Oh nein, Mann. Viereck ist die Taste, Goody. Na also, im 10. Anlauf oder so, ne? So, jetzt will ich aber ganz kurz nochmal in den Schmetterlingseffekt reingucken. Da hatten wir wieder irgendwas. Rette dich selbst. Matt lebte noch? Ach, und der überlebte es bis zum Morgengrauen. Matt ist sicher. Okay. Haben wir schon mal einen Überlebenden. Wir haben noch Chris, wir haben noch Sam, wir haben Mike. Was ist denn hier? Wieso kann ich denn da lang? Das ist so eine Glücksgeschichte, oder wie? Wo lang ich gehe? Ah, da kann ich nicht lang, ich muss hier. Halt! Da liegt was. Wendigo irgendwo, Gefahr Totem.
Mal gucken, wo das ungefähr sein soll. Im Haus, ne, würde ich sagen, in der Hütte von uns, ne? Also in der Lodge. Denke ich mal, war das. Die haben ja auch schon auf dem Totem gesehen, die Lodge, wie sie abfackelt und eigentlich Sam und Mike draußen liegen, ne? Aber das könnte halt passieren, das muss ja nicht. Ich kann sie bis dahin noch alle töten. Kann sie sich wieder die kleine Mumu abfrieren hier, definitiv. Meine Güte, muss das kalt sein. Na ja Gott, hier rennt ich auch mit einer kurzen Hose hier im Schnee rum. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Also in der Lodge ist auf alle Fälle ein Wendigo, das haben wir gesehen. Das war ein Gefahrtote und das war bestimmt in der Lodge ein Wendigo. Na, hier haben wir jetzt momentan nicht so die Auswahl. Da rein ist er auch nicht gerade. Hey! Hey! Kommt schon, macht auf! Leute, los, kommt, seid ihr da? Lasst mich rein! Shit, Mike! Oh Gott, du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Muss ich das machen? Ich will nicht. Mike sieht aber echt nicht gut aus. Na, Chris fehlt uns noch, ne? Aber ich glaube, hier oben ist auch jemand, ey. Deswegen gehe ich auch gleich fahren brav runter. Fuck.
Oh, Kacke. Ganz ruhig. Keiner bewegt einen verfickten Muskel. Ganz strömt aus. Ist das Chris oder wer? Nee, bin ich. Nicht bewegen. Mal schön den Draht heile lassen. Zum Schalter laufen. Ah, fuck, ich bin ein Arschloch. Wir hätten es beide schaffen können. Aber ich dachte, Mike retten ist gerade die Idee, dass wir beide sterben. Das ist der Morgengrauen. Haben sich Kontakt. Das Hauptgebäude ist vollkommen zerstört. Oh. Ich sehe deinen. Ach, Chris lebt auch. Es scheint Überlebende zu geben. Gut, wir gehen runter. Ja, Leute, wir sind durch. Zwei Leute haben den Morgen noch gesehen. Ach, hier haben wir noch eine Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Ashley um 5.25 Uhr gestorben. Emily um 4.50 Uhr von mir erschossen. Unnötigerweise. Jessica, ja, die kam ich zu spät, um sie zu retten. Weil ich ausgerutscht bin. Ja, Mike habe ich geopfert. Ich glaube aber, das war richtig. Aber ich meine, es müssen ja alle überleben können. Josh hat Hannah zu spät erkannt, warum auch immer. Der alte Mann, ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja, ja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Ich war genau... Ach ja, er hat auch überlebt. Ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Meine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Wenn
wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Eine Schusswaffe. Was? Schuss was? Geht es ihr gut? Wir fanden ihre Leiche mit einem Einschussloch im Kopf. Nein. Doch, das war Mike, also ich. Nein. Nein, das ergibt keinen Sinn. Das war jemand anders, nicht Emily. Ich war schuld an Mikes Tod. Ich sollte mich nicht bewegen. Aber das habe ich. Er hat mich gerettet. Ich bin schuld an seinem Tod. Danke. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Tja, Leute, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Until Dawn Let's Play ist zu Ende. Ich bin echt begeistert von dem Spiel, muss ich sagen. Also es ist wirklich um Meilen besser, als ich erwartet habe. Ich muss sagen, ich habe echt nicht viel erwartet. Ich bin total... Ich finde es super. Manchmal die Synchronstimmen haben mir nicht so richtig gut gefallen, aber ansonsten wirklich allererste Sahne. Hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf den zweiten Durchgang, den ich da für mich alleine zocken werde. Das ist logisch, dass ihr euch das nicht normal angucken wollt, aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dass es wirklich so war, dann lasst fetten Daumen hoch da. Aktuell läuft ja dann weiter momentan bei mir auf dem Kanal natürlich auch bei Let's Play Forza Motorsport 6. Dann noch Blues and Ballets, auch sehr interessant. Schaut da auf alle Fälle rein, sind erst 3 Folgen online. Die 4. kommt die nächste, das ist dann aber erst Episode 1, Episode 2 muss ja erst noch released werden. Deswegen auch die relativ langen Pausen zwischen den Release der einzelnen Folgen von mir. Um da halt natürlich ein bisschen Zeit zu strecken und so die Wartezeit natürlich dann auf die zweite Episode ein wenig zu verkürzen. Und dann haben wir natürlich, ne, außerdem haben wir noch GTA. GTA, da empfehle ich euch auch regelmäßig ruhig mal bei Goodie bei Twitch vorbeizuschauen, weil das meist übertrage ich dann doch im Stream. Ich werde so nach und nach die gestreamten Teile von Twitch dann online stellen, aber die sind leider nur in 720p, muss ich mich gleich für entschuldigen, aber ich muss mal gucken, ob da meine Software das jetzt irgendwie gebacken bekommt, in 1080p zu streamen, wäre halt einfach schöner, weil so habe ich dann den Stream plus das Video für euch, wenn ihr den Stream verpasst habt, um da halt in der Story an mir dran zu bleiben. Aber ich denke mal, GTA 5 kennen die meisten. Also wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch wirklich in meine anderen Let's Plays reinschaut. Forza Motorsport 6, wie gesagt, Blues and Ballets und GTA 5. Das ist all das, was momentan geboten wird. Und dazu natürlich, Leute, gibt es dann, denkt dran, Mittwochs Xbox News, Samstag Xbox News und Sonntag allgemeine Gaming News. Wobei ich immer wieder betonen muss, ich empfehle jeden, der Mittwoch schaut, der Samstag schaut, ebenso Sonntag zu schauen. Wirklich, das lohnt sich immer. Weil das meiste, was released wird, ist Cross-Plattform. Natürlich soll es am Sonntag ganz weit oben im Topic um PS4 gehen. Aber halt, wie gesagt, das meiste ist ja dann doch für beide Konsolen interessant. Und deswegen ist es eigentlich relativ egal, was draufsteht. Drin ist auf jeden Fall Goodie mit Gaming News. Und das sollte eigentlich, hoffe ich doch mal, für euch immer interessant sein. Deswegen würde ich mich da auch weiter sehr über eure Kommentare, über eure Daumen nach oben und so weiter und natürlich euer Zuschauen freuen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von euch nach einem Let's Play Until Dawn, was mir hoffentlich genauso viel Spaß gemacht hat wie euch. Und ich sage so long und goodbye. Keep gaming, euer Goodie.